herzlich willkommen endlich mal wieder zu Borderlands 3. Yay. Ja, herzlich willkommen im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut durchgerutscht ins neue Jahr. Und ja, ich will diese Folge mal ein bisschen dazu benutzen und ein bisschen erzählen, was bei mir letztes Jahr alles passiert ist. Ihr könnt sehr gerne auch in die Kommentare schreiben, was bei euch alles Positives gelaufen ist oder auch Schlechtes. Und ich finde es immer irgendwie super interessant und cool, wenn man ja beim also bei Silvester am Ende vom Jahr mal rückblickt, also zurückblickt und überlegt, was alles Positives und Cooles passiert ist. Das ist sehr, sehr häufig mehr, als man meint. Genau. Und dann will ich noch ein bisschen drüber snacken, was jetzt dieses Jahr mit dem Kanal passieren soll. Also ich habe ein paar... Jetzt quatsch doch nicht mir rein. Warte, ich glaube, ich habe... Genau so. So. Genau, was ich dieses Jahr vorhab. Und genau, also letztes Jahr war es an sich ziemlich erfolgreich für meinen Kanal. Also die Zuschauerschaft, beziehungsweise... Also die Zuschauerschaft hat sich verdreifacht sogar. Und die Abos haben sich verdoppelt. Also davor hatte ich die ganze Zeit, also über Jahre hinweg nur maximal... Jetzt der Fall. Wow, die macht ja viel Schaden. Maximal 30, eigentlich durchschnittlich immer 20 Abonnenten. Und jetzt habe ich seit einem halben Jahr coole 50. Also für YouTube ist das an sich heutzutage ja überhaupt nichts mehr. Aber ich habe mich ja riesig gefreut, dass ich ja so einen Aufschwung erlebt habe. Vor allen Dingen auch mit den Klicks. Und genau, und ja, das hat mich mega gefreut. Auch bei mir privat war es auch ganz cool, weil ich endlich den Meister geschafft habe in Holzbildhauerei, beziehungsweise also in manchen Regionen heißt es Schnitzerei oder zum Schnitzer. Und bei uns in Bayern heißt es halt Holzbildhauer. Beziehungsweise Schnitzer heißt es, glaube ich, auch nur in Tirol. Der Hochburg der Schnitzerei. Ja, da habe ich dieses Jahr den Meister gemacht. Und war auf jeden Fall ja super cool und auch spannend, jetzt mit der Selbstständigkeit anzufangen. Und die Selbstständigkeit aufzubauen ist ja ziemlich langwierig und schwer. An sich ist es vergleichbar mit YouTube, weil man braucht einen stabilen Kundenkreis, man braucht Kunden, man muss publik werden und das dauert in der Regel schon paar Jahre. Und deswegen war ich total froh, dass es schon innerhalb von einem halben Jahr... oh nein, ich wollte gerade meinen Teddybär holen. Dass es innerhalb von einem halben Jahr coole Aufträge gab und auch nicht wenig. Also an sich, ja. An sich, ja.
habe ich mehr Geld verdient, als ich gedacht habe. Aber an, ja, das ist am Anfang vom Selbstständigen ist viel Geld eigentlich nichts. Also ich habe schon ein paar Tausend bekommen für die Aufträge, aber verdienen ist was ganz was anderes. Also weil am Anfang, das ist halt der Unterschied zwischen Selbstständigkeit und ja, irgendwo angestellt sein, weil wo man angestellt ist, da bekommt man den Lohn sicher und auch jeden Monat. Und wenn man selbstständig ist, muss man alles selbst bezahlen. Also die ganzen Versicherungen bei, wenn man angestellt ist, ist es ja so, dass die Hälfte der, oder ein bisschen mehr als die Hälfte der Betrieb übernimmt. Und man zahlt auch in Rente ein oder so. Also, und bei Selbstständigkeit muss man das halt alles selbst machen. Genau, und vor allen Dingen am Anfang muss man ja, hat man so viele Ausgaben für die Werkstatt, also jetzt in meinem Fall die Werkstatt. Und dementsprechend ist der Gewinn der ganzen Sache noch bei null. Egal wie viel ich jetzt eingenommen habe. Naja, aber das ist alles der Nachteil der Selbstständigkeit. Vor allen Dingen, macht nicht den Fehler zu denken, dass, damit muss ich mich auch sehr, 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 sehr häufig auseinander setzen. Vor allen Dingen, wenn ich ich war auf ein paar Märkten, auf Mittelaltermarkt, auf dem Weihnachtsmarkt und so weiter. Und da wurde halt schon häufig gefragt, so, ja, was hast du dafür, was für einen Stundenlohn hast du? Und das kann man ja als Künstler und Selbstständiger nicht wirklich pauschal sagen. Aber so als Meister ist es schon so, dass man unter 50 Euro die Stunde nicht geht. Also selten. Es sei denn, man macht einen fetten Freundschaftspreis, was ich ja momentan sehr oft mache. Dann denken alle so, was, 40, 50 Euro die Stunde, so, ja, voll Wucher. Aber die checken halt nicht, dass von den 40, 50 Euro kaum was übrig bleibt. Also ich meine, ihr könnt mal, also wenn hier welche zuschauen, die schon, da oben wollte ich noch hin, die schon in der Arbeit, also angestellt sind, jetzt geht's, könnt ihr mal euren Chef fragen, wie viel ihr den Chef kostet. Weil ihr bekommt ja, Entschuldigung. Ja, gut. Laut der Enzyklopädie Exactica gibt es nur drei Dinge, die härter sind als verkuvianischer Schinken. Diamantbohr, das unbekannte Element, aus dem Kammerschlüssel bestehen, und das Durchhalten des kompletten Amateur-Stand-Up-Comedy-Programms eines Freundes. Ach ja, Beutekiste. Oh, hi. Ihr könnt mal euren Chef fragen, wie viel ihr wirklich ihn kostet, beziehungsweise wie viel Stundenlohn er für euch bezahlt, weil ihr bekommt mindestens den Mindestlohn, also mindestens so 10 Euro,
Und Tina, wo bleibt die Pizza? Meine Speziallieferung ist unterwegs, Bubu, okay? Bleib locker. Ab jetzt Echo-Stille. Das wollte ich schon immer mal sagen. Mehr Trottel. Super! Bubu. Genau, weil er zahlt euch, also zahlt nicht für euch 10 Euro, also die ihr dann bekommt, sondern er zahlt meistens 30, 40, 50 Euro für euch. Und davon kommt der meiste Teil wirklich für Versicherungen und Rente und so weiter weg. Deswegen, ja, viele wissen das gar nicht und denken dann, dass die Selbstständigen so aus, voll wuchermäßig die Preise strecken und ja, ich bin ja Herr meiner selbst, das ist, das stimmt, das ist auch der Vorteil bei Selbstständigen. Da kommt der Sniper vom ersten, beziehungsweise der Falke von ihm. Hallo, Mordecai. Taylan. Genau. Okay. So, und dementsprechend ist es immer super schwer für Selbstständige zu sagen, so ja, wir haben... Also ich verlange 50 Euro oder, also manche verlangen auch 180 Euro. Oh, hi. Das scheint viel zu sein, aber davon bleibt kaum was übrig. Vor allen Dingen als Selbstständiger will man ja nicht auf den... Voll aufs Fressbrett. Ja, war das zu viel für dich? Nee, für mich. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, die ganzen Maschinen und so weiter, man will ja nicht auf den Kosten sitzen bleiben, ne? Also an sich, das zahlt alles der Kunde, halt nicht nur ein Kunde, sondern das wird dann prozentual auf alle Kunden aufgeteilt, wenn man neue Maschinen für einen Auftrag und so weiter braucht. Genau. Und vor allen Dingen Miete und und alles, das muss ja auch bezahlt werden, ne? Genau. Oh, Level 24, cool. Genau, so viel dazu. Also, es war auf jeden Fall super spannend, halt da mit der Selbstständigkeit anzufangen. Oh, ey. Und genau. Und ich habe ja auch bei YouTube sehr viel mehr hochgeladen. Da werde ich wahrscheinlich jetzt ein bisschen kürzer treten, weil das war ja. Den Bummkuchen. Zum Glück hat sie nicht gesagt, den Bumskuchen. Nee, wie komme ich denn da hoch? Ah, so. Oder? Komme ich da hoch? Ja, muss ich ja. Ja. So. Oh! Oh, der ist fies. So. Wir machen erstmal den Skill.
Ah, das habe ich gerade gemacht, ne? Ja. Da war ich gerade dabei. Gut. Da gibt's auch noch Loot. Genau, also die Videos werden ein bisschen kürzer treten. Also beziehungsweise nicht kürzer treten, sondern ich werde weniger Spiele gleichzeitig spielen. Weil dann ist es halt wirklich so, dass es fünf Videos an einem Tag oder so hochgeladen wurde. Und das ist zu viel. Also das war für mich auch dann, als die Arbeit dann wieder angefangen hat, hatte ich damit auch sehr große Schwierigkeiten. Und jetzt? Ah. Ich habe gesehen, was passiert, wenn eine Banditenmeute in Rage kommt. Nichts Gutes. Die KDK zum Schweigen zu bringen, schafft uns Luft zum Atmen. Schön. Auch schön. Genau. Schade. So. Genau, also, das wird ein bisschen weniger oder weniger gleichzeitige Spiele. Was ganz neu kommt, ich werde anfangen zu streamen. Yay! Ich bin super gespannt und ein bisschen aufgeregt. Wie das wird. Also ich will auf jeden Fall bis spätestens Mitte April will ich paar Livestreams machen, weil da kommt Cyberpunk 2077 raus und das werde ich hundertprozentig spielen und wenn ihr wollt, eben streamen. Ich glaube, das Spiel bietet sich enorm an zum Streamen, weil da gibt es total viele Entscheidungsfreiheiten in Fragen und wo und wie man rumgeht. Ist glaube ich ganz cool, wenn man das zusammen dann entscheidet und knobelt. Genau. Und bis dahin. Schieß auf die Pizza! Na los! Tu es! Tu es, 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 tu es! Yo, Kamikammerjäger! Du gehörst jetzt offiziell zum Hemilock-Rettungsteam. Jawohl! Tina, musstest du sie so verdammt stark machen? Ja, musste ich. Oh, die ist so verrückt. Cool. So, lustig, wie es die Tür nicht angekratzt hat, aber seitlich voll. Naja, ist ja wurscht. Gut, hier geht's zum Gefängnis runter, würde ich sagen. Genau. Also die Streams, die ersten werde ich bisschen... Oh, sehr gut, ein Kammerjäger. Ja, ja. Oh, Schwabbel, Schwabbel. Was ist los bei dir? Oh, hi. Was brüllt das so? Cooler Angriff. Ja, das kann ich auch. Warte. Ich mach mal... Das ist geil, so der Mörser.
Oh. Ach, das ist so einer. Ah, das ist ein... Oh! Hi. Wie wär's mit Bitchfight? Tja, der Bär ist einfach besser. Na, gleich. Mhm. Kann ich. STG. So, also. Der ist ganz cool. Money, money, money. Das gibt auch Kohle. Die Kette muss eine Schwachstelle haben. Ach so. Sag mir was, was ich noch nicht weiß. So. Das war mein Bär. Ich nenne ihn Tibbers. Mal schauen, wer von... Nicht wohl, Kammerjäger. Bestimmt bist du in Schießlaune, oder? Nö, eigentlich nicht. Ich schaue hier noch rum. Weil das wäre ja dumm, wenn man hier das ganze Geld liegen lässt, ne? Finde die Schwachstelle der Kette, um den Käfig runterzulassen. Ja. So. Genau, also ich werde vor dem vor Cyberpunk mal ein paar Runden aufnehmen, also beziehungsweise streamen. Ja. Ein bisschen streamen, wahrscheinlich zu relativ ungewohnter Zeit, so mittags rum. Weil dann habe ich danach noch Zeit zum Arbeiten. Und da oben gibt's noch was. Bestimmt kannst du auf irgendwas schießen, um den Käfig. Und für so einen Test ist es, glaube ich, ganz cool. Also so einfach, ein, zwei Stunden. Ich bin frei. Wir sind hier fertig. Wir sehen uns später, Kami. B-Team, Ende. Ja, gut. Genau, so ein, zwei Stunden mal Test aufnehmen und schauen, ob das alles passt, ob die Einstellungen und so weiter funktionieren. Und dann, ja, spätestens im April werde ich dann offiziell, sage ich mal, anfangen zu streamen. Bin mal lol, wie die da oben feiern. Okay, wieso feiern die? Genau, offiziell anfangen zu streamen. Und ich werde auch ein paar... kann ich die erschießen? Ich glaube nicht. Doch. Tut mir leid. Aber die feiern ja eh weiter. Das genau. Das erinnert mich an die Zeit, als ich auf Eden 3 abhing. Ich war noch ein Jungspund. Abhängen war dort streng verboten, ach, der Leichtsinn der Jugend. Was? Naja, es werden auch ein paar neue Spiele natürlich hochkommen, auch Multiplayer mit der Sarah zusammen. Mit der Sarah werde ich auch endlich das letzte Tomb Raider Spiel fertig spielen. Das konnte ich ja die ganze Zeit nicht machen, weil mein Computer plötzlich... Mitte des Spiels dachte er, ist zu schlecht für das Spiel. Und deswegen konnten wir das nicht weiterspielen. Und jetzt habe ich einen neuen PC und jetzt können wir es machen. Gut. Hallo. Vielen Dank, Kammerjäger. Alles in allem geht es mir gar nicht so schlecht. Ich bin froh, dass Wainwright dich geschickt hat. Weißt du doch gar nicht. Was meine Inhaftierung betrifft, leider muss ich berichten, dass diejenige, die mich für die Jacobs Corporation an diese elenden Calypso-Zwillinge verkauft hat,
Diese faulige Kreatur war meine eigene Schwester. Oh. Aurelia Heimerlock. Warum sie mich an den Kult verkauft hat? Tja, sie hasst mich eben. Das war schon immer so. Es gibt kein stärkeres Band als die Familie und wenn das gebrochen wird, keinen größeren Schmerz. Familie? Ich brauche nur Iron Bear. In der Tat. Ich werde mich hier einen Moment ausruhen. Wir sehen uns beim Jagdhaus. Jetzt, da meine Sicherheit sicher ist, hat Wainwright bestimmt Pläne in Aktion gesetzt, seinen Familiennachlass zurückzuerlangen. Oh, eine epische Sniper. Show me, show me. Die da? Festgefroren, das ist natürlich cool, aber... Ja... Ja, ein 2,5 ist halt mehr als 1,7. So. So, was ist hier noch? Achso. Cool. Oh, Winnie, ich glaube, das war's. Ich dachte immer, ich würde von einer sabbernden Bestie zerfetzt oder von glühender Lava in einer unterirdischen Gruft überrollt oder auf der Kryptidenjagd in der Tundra erfrieren. Vielleicht von einem empfindsamen Schwarm psychotischer Insekten lebendig aufgefressener verpasste Gelegenheiten. Doch jetzt, da ich in dieser bestialischen Enge dahinsieche, dürstet mich nicht nach todbringenden Abenteuern, sondern nach einem letzten friedlichen Moment mit dir. Ich liebe dich, Wainwright. Leb wohl. Okay. Mir war ein bisschen persönlich, ne? Aha. Oh, hier gibt's noch was. Dann werde ich mal zurückgehen. Und noch nicht zu dem Hochmoorbecken gehen. Ich werde zum Hochmoorbecken gehen. Hier geht's ja nicht mehr raus, oh Mann. Gut. Aber das würde ich dann nächstes Mal machen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt's gefallen, ja. Und ich lerne dieses Jahr ein bisschen mehr Deutsch. Euch hat's gefallen. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Feiert noch schön und genießt die Feiertage. Oder Ferien. Was auch immer. Wo auch immer ihr seid. Und ja. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und hoffentlich... seid ihr dann bei meinem ersten Stream dabei. Würde mich gefallen. Also wie gesagt, diesen Monat noch nicht. Ich habe viel zu viel Arbeit jetzt. Aber vor allen Dingen, ich muss noch die ganzen Banner machen, beziehungsweise eine Freundin von mir macht das von mir. Für mich. Und ja, bis dahin. Macht's gut. Bye bye. Tschüssi.